Schweigen möge die Kabale sich versammeln. Aus fünf soll sie bestehen. Fünf von reinem Geist und Körper, drei weiblich und zwei männlich. Aber alle von erster Geburt. Gehüllt in Kapuzen. Siegel. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen, Jünger. Das vor dem Fest Akram Mahamari am Ritual von Dreskea abhalten müsst. Um zu bannen mit der Macht der Kabale Dämone die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen, an jedem der fünf Primärpunkte stehen, eine Jungfer, der See, ihrer Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erhebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand voll Inbrunst ihre Stimme zur Ausrufung des Soras, wie sie steht geschrieben. Wir fünf an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Pentagramm. Auf ewig die fünf Spitzen, Macht erfüllt, wendet euch um 90 Grad und zeichnet das Unicursus. Rufet an fünf Spitzen, wir glauben, das Schwert voran, proklamiert mit fester Punkt, 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 wir dienen, wendet Grad nach und zeichnet whatever, irgendein Siegel, das heilige Symbol, nun in Ehrfurcht, wendet euch nun nach Norden, rufet mit Überzeugung. What the fuck? Das war sehr informativ wahrscheinlich. So, für den Plot, ganz wichtig. Und so, da ist noch was. Haha. Tür. Was? Okay. Da könnte noch was drin sein, ne? Ich guck lieber noch. Oder auch nicht. Okay, cool. Bye. Das war jetzt kein Deutsch-Sick, oder? Ah, hi. Range? Gotta go. Bye. Enough. Oh, Blutspuren. Cool. Dann gehen wir doch da mal hinterher. Wem ist sonst nichts zu tun? Tschüss. Nicht den Kopf verlieren. Das ist voll sick. Echt jetzt? What is happening?
Ach so, ja, okay. Jetzt habe ich den Kontext der Szene gehabt. Du warst auch da, ne? Ja. Welcher Szene? Ja, die andere. Ich habe das Gegenstück dazu noch im Kopf gehabt, ja. Verdammt, Herr Olson! Ja? Okay, dead. Edrunge. Ja. Ja, Bester Taucher ever. Hallo. Okay. Wenn du das sagst. Sehr geil, obwohl du mich gesehen hast, ne? Ja. Ja. Aber er hatte die Sachen von dem anderen an. Ja, das stimmt. Logisch. Mach schon! Mach schon! Los! Töte ihn! Stech ihn ab! Was? Do it! Bist du okay? You okay? You og? Or you not og? Danke. Das wär's gewesen. Party hard. Og? Tut mir leid, aber das war richtig so. Er oder wir. Boop. Lol. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr die Typen also loswerden wollt, dann bin ich dabei. Konrad, hey, ich bin's. Konrad! Was war das? Jo. Mist. Na, shit. Bist du Konrad? Ja, wer bist du? Okay. Flüss. Flüss? Ne, Flüss. Mit ihm los. Das macht mir Angst. Oh nein. Hörst du auch Musik? Ja. Gut. Die Platte hängt. Bisschen.
Wasseraufbereitung. Internationaler Frachtbrief. Zielort ist San Francisco. Versender geheim, Verfrachter US Army, Verlader geheim. Empfänger Corporal Hicks. Ursprung Wasseraufbereitungsanlage, Mandschurei. Verladehafen, Harbor Market, Port Manchuria, Südchinesisches Meer, Entladehafen, Burnett's Point, Marinewerft, San Francisco, Inhalt, Mandschurei Gold, Menge unbekannt, Gewicht unbekannt, Wert geheim. Der Empfänger bestätigt, dass die erhaltene Ware inspiziert und für den Transport zum angegebenen Entladehafen für sicher befunden wurde. Ja, auf jeden Fall. Die Fracht ist keine Schmugglerware und darf nach den Gesetzen des Empfängerlandes dort offiziell eingeführt werden. Sämtliche Fracht wird korrekt verstaut und gekennzeichnet, sowohl gemäß den Sicherheitsbestimmungen des Transportschiffs als auch wie den Frachtunterlagen für das Schiff laut internationalem Frachtgesetz festgehalten. Unterschrift, Name des Empfängers. Mhm. Es kam nur nie an. That's sad. Yolor. Yar. Ah, Yar. Ich weiß, warum das Schiff angehalten hat. Why? Weil jemand über Bord gesprungen ist. Ah, okay. Und dann haben die halt gesagt, Vollstopp, Bergungsmission. Das ist an mir vorbeigegangen. Okay, cool. Nee, ich bin gar nicht Konrad. Da hattest du gar keine Chance, das zu sehen. Ja, stimmt. Also kommt drauf an, wo du gerade bist, aber ja, wahrscheinlich. Das sind natürlich wichtige Informationen. Was? Won't open, oder was? Jo, won't open. Die Musik hat aufgehört. Ich weiß. That sucks, by the way. Oh, noch mehr Text. I love it. Ich glaube, Conrad ist ein bisschen high. US Army. MP-Berichtsnummer 1, bla bla bla, Kontrollnummer bla bla bla, Art des Vorfalls, gewalttätiges Verhalten von Sergeant John Ferris, Name der Beteiligten Private Wagner, PFC Brand. Zeit des Vorfalls 0105. Datum des Vorfalls 23. Juni. Beteiligung Alkohol, Drogen, Mannschaftsmesse, in der Mannschaftsmesse, Verteiler Pmo. Vorfallsdetails, Fortsetzung umseitig. Um ca. 0100 alarmierte mich das Küchenpersonal wegen einer Auseinandersetzung in der Messe. Als ich nur Momente später in der Messe eintraf, fand ich eine johlende Menge vor, die zwei Männer in der Mitte des Raumes anfeuerte. Ich zerstreute die Menge und begann mit der Untersuchung. Bei den Streithähnen in der Mitte handelte es sich um PFC Brandt, der mit blutigem Gesicht am Boden lag, und den Private Wagner, der mit blutigen Fäusten über ihm stand. Als ich mich den beiden näherte, drehte sich Wagner zu mir und schlug nach mir und Brandt. Einige der Anwesenden halfen mir, Wagner festzuhalten, und ich nahm Wagner noch vor Ort fest. Derzeit wacht Sergeant Wood über ihn. Keiner der Beteiligten ist zuvor aufgefallen. Keiner der Beteiligten stand unter Alkoholeinfluss. Laut Zeugen vor Ort sind die Beteiligten befreundet und dieses Verhalten ist absolut untypisch für sie. Dieser Bericht fällt kurz aus, da ich um 0:30 erneut gerufen wurde, um einen weiteren, deutlich gewalttätigeren Vorfall an Bord zu untersuchen. Eine genaue Untersuchung folgt natürlich. Unterschrift. Key. Key, Egg. Liz, Sub. Oh, da ist noch ein Raum. Alter, hier sind zu viele Räume. Eindeutig. Hi. Noch mehr der... Jawohl! I love it. Wow, du bist heute dran, mit William abends zu Abend zu essen. Es tut mir echt leid, war gestern schon wieder besoffen und hat endlos über seine Frau geredet, der Ärmste. Er gibt sich selbst die Schuld, es ist nicht leicht, aber ich finde, seine Offiziere sollten ihm jetzt beistehen. Passt dir 20 Uhr, MFG Tom. Okay, whatever. Say never. Oh, wow. Ja, gut. Aber zum Glück sind hier noch mehr Räume. Awesome. Ah, da geht's weiter. Okay, dann gucken wir doch gerade mal, ob in der Ecke noch was war. Doesn't look like it. Oh doch. Wie's wissen. Ist das Conrad?